Hallo zusammen, Mittwochabend, 29. September, 17.30 Uhr. Der DAX klackert noch, der macht jetzt gleich seinen Schlusskurs, aber da denke ich mal, da passiert nicht allzu viel, deswegen kann ich hier schon anfangen. Das ist der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Also, was mich an der Bewegung seit Montag irritiert hat, war diese Aufwärtsbewegung, nochmal hoch bis 15.700. Das kann ich mir nur so erklären, dass doch übers Wochenende einige mehr Leute short waren, in der Hoffnung, dass wir mit dem Gap nach unten aufmachen, und die haben dann kalte Füße bekommen. Ansonsten macht das Ding für mich hier gar keinen Sinn. Wie dem auch sei, wir sind gestiegen und haben dann doch heftig nachgelassen, um dann am Dienstag nochmal ordentlich einen draufzulegen. Und heute machen wir ein Doji. Dieser Doji ist eigentlich uninteressant, denn er ist an einem Platz, wo ich ihm keine Bedeutung beimesse. Ein Doji, ich schaue gerade eben hier auf den Chart, ob ich da irgendwo einen sehe, der muss sowas hier zum Beispiel, der muss in Extrembereichen sein, also hier oben oder hier unten oder da vielmehr, aber ansonsten hat er hier keine Bewandtnis. Doji, ne? Eingangskurs gleich Ausgangskurs, dazwischen hoch, dazwischen runter. Ich fand den Tag heute eher langweilig, aber das ist oftmals so, nach solchen Tagen, dass der darauffolgende Tag, ne, langweilig wird. Also vom Tag her ist es so, die 20-Tage-Linie fällt weiter, die gleitenden Durchschnitte sind insgesamt weiter nach unten gerichtet, ist negativ. Das Band fällt sowohl von oben runter als auch unten fällt es weiter. Wir nähern uns nach wie vor der 200-Tage-Linie, die morgen die 15.000 brechen dürfte nach oben. Wie gesagt, ich schaue auf die 20-Tage-Linie, ich will wissen, wo sie ist, aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, hier zu kaufen. Zumindest nicht, was die 200-Tage-Linie ist. Aber man kann natürlich, und das ist das Schöne, man kann immer schauen, wo gibt es einen Kumulationspunkt, und da war hier das Tief. Und hier hinten haben wir auch ein paar Mal mitgespielt. Und natürlich die 15.000 an sich ist eine Unterstützung rein von der Psychologie her. Wir haben kein besonderes Signal über das MACD und die Stochastik ist leicht nach unten gerichtet, muss sie auch nach so einer Bewegung, aber ohne frische Aussage. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Chart. Und da sind wir durchaus noch positiv über das MACD. Wir machen hier eine schöne Korrekturbewegung von diesem ganzen Ding. Da komme ich gleich noch drauf, im 1-Stunden-Chart. Und die Stochastik ist auch relativ frisch noch positiv. Finde ich okay. Ja. Von hier aus sieht mir das so aus. Wir haben hier die Abrisskante bei 15.500, dass wir durchaus nochmal da hochgehen können, weil hier auch der 20er kleine Durchschnitt ist. Auf 4-Stunden-Basis. Ja? Kumulationspunkt, Cluster. Ich glaube, in der Stunde holen wir ein bisschen was mehr raus. Jetzt mal ganz kurz angewandte Fibos. Von dieser Bewegung hier, von 15.714, das war Montag der Höchstkurs, bis runter bis zum Tiefskurs von gestern, 15.229, sind wir heute ziemlich genau an das 38,2er Retracement gelaufen, 15.414. Aber wenn ich das mal hier runtersetze und nehme nur die letzte Bewegung, ist es auch hier das 50er, 15.430, da kann man sich jetzt zum Punkt streiten, 15.430. Das heißt, hier diese Zone zwischen 15.415 und 30 ist jetzt eine Widerstandszone, und zwar über zwei Betrachtungseinheiten. Mit Fibos müsst ihr es so vorstellen, da fragt er drei Händler, da bekommt er vier Meinungen. Ja, das ist so, wie ich sie mache. Und jetzt übertreibe ich es nochmal ein bisschen, ziehe ich die einfach mal hier runter. Von dieser Bewegung bis dahin. Dann haben wir auch, das ist jetzt natürlich falsch, das wäre jetzt hier das 61,8er. Da sind wir genau drauf gefallen bei 15.300. So mache ich das, um mir Annäherungspunkte zu finden. Und diese 15.300 sind ja auch ein alter Chartpunkt. Kommen von hier und noch von weiter drüben. Gut, ich nehme so raus. Genug der Fibos. Von dem Stundenchart sind wir ein bisschen negativer. Unwesentlich. Ja, der hat ein Verkaufssignal gegeben, auch relativ zeitnah. Hier, wo ist mein Fadenkreuz? Da. Das war um 13 Uhr. Und dann ging er doch mal ein bisschen deutlicher runter. Wir sind neutral vom MACD. Wir hatten dieses Verkaufssignal über den Stundenchart hier. Das hat sich jetzt schon in die Neutralität zurückgezogen. Die 4 Stunden haben wir eben gesehen, ist positiv. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir diese Abrisskante von 15.500 nochmal sehen. Ich habe jetzt also hier nichts Frisches, wo ich sagen muss, ich gehe hier short. Nö, das halte ich für durchaus machbar. Und da liegt auch die 20-Tage-Linie. Und vor dem Hintergrund bewegt er sich hier in seinen relativ engen Interaktionspunkten. Ich habe euch mal folgende Scheine rausgesucht. Das eine ist ein Call, und die Mittwochsversion von diesem Film ist ja immer ein bisschen heißer, mit heißeren Scheinen. Ich bin hier beim 35er Hebel. Ja, wer das nicht mag, der macht jetzt den Film aus, aber ich mache es trotzdem.
14.933, also ungefähr 70 Punkte unter der 200-Tage-Linie. Und das ist die GH3ZZZ. Nochmal, GH3ZZZ, der Zorro-Schein. 14.933. Das ist eine Geschichte, wenn wir hier drüber gehen, über 15.427 mit Ziel 15.500. Ja, das kann man relativ flott mitnehmen. Das ist ein, wie gesagt, 14.933er mit 35er Hebel. 5 Put. Tja, setze ich auch mal den 35er Hebel an, aber das ist mir schon ein bisschen knapp hier. 15.818, da sind wir hier oben. Tja, auf jeden Fall auf die Watchlist. Möchte ich gern wissen, wie sich der Markt verhält, wenn wir tatsächlich die 15.500 sehen. Wenn wir es sehen. Dieser, ich kann beide nehmen, das ist aber in Ordnung hier. 15.813, das ist die GX1AJB. 15.813. Aber wie gesagt, das ist erstmal für die Watchlist und schauen, wie der Freund sich hier verhält. Im Moment gebe ich dem Markt durchaus noch eine Chance, dass er das hier oben, die 15.500, die Abrisskante sieht. Und dann mal gucken, was er dann macht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.